Hallo und wieder einmal herzlich willkommen zu unserem StarCraft 2 Let's Play Together mit Lukas. Boah, in einem Satz durch hier. Ohne Mann, habe ich das Reaktion gut und gemacht. ohne zu stoppen, Ja, das ist eine ganz genau. große Leistung. Da möchte Ja. ich an dieser Stelle mal kurz applaudieren. Vielen Dank. Reicht. Ich gebe mir schon selbst den Schulterklopfer, damit das hier auch gut läuft. Ja, wir haben es hingekriegt. Ich kann Protoss spielen. Wir haben das nach langem Hin und Her, ja. Hipster, egal. Nach langem Hin und Her haben wir es hingekriegt, das umzustellen. Und bevor wir hier wieder uns in den langen Dialogen verstricken, starte ich auch schon mal wieder die Gegnersuche. Hat immerhin schon 5 Minuten gedauert, also ja. Ja. Hey Harry, wir haben dich voll Ich jetzt nicht angesucht. Ja, verstehe, bestimmt 2 Minuten. wieso er sagt, zwei Placement-Matches verbleibt, obwohl wir erst zwei gespielt haben. Wir eigentlich Nein, fünf spielen. das ist eine andere. Das ist das, was wir vor Ewigkeiten schon mal gemacht haben. Ja, okay, gut. Weil bei dem anderen stand eben auch noch 3 verbleibend. Also Ansonsten der vergesst, kann was wir Mathe, vorher ne? gespielt haben, das haben wir nicht. Ja. Oh, Platin oder ist das Silber? 90 Ist das Platin oder Silber? und 74, du mich auch. Das Alter. heißt jetzt nichts Schlimmes, oder? Die sind jetzt lieb und nett. Ich habe noch nie einen 90er gesehen, um ehrlich zu sein. Ihr habt nicht genügend Epsilon. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh, mich macht gerade die FPS-Anzeige Ihr von habt Fraps nicht oben rechts genügend total wahnsinnig. Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Erster! Warum laufen dann Verdammt, die du bist Leute Erster. nicht um? Penner. Ihr habt Nicht nicht wahr? genügend Mineralien. Irgendwas in meinen Optionen kaputt gemacht. Ihr müsst zusätzlich. Also. Erstmal ein bisschen trollen. Ja, wir spielen immer einen Grandmaster. Oh. Ich hoffe, der trollt auch. Ja, das tun wir. Das ist seine Probe, die da rumläuft, oder? Ja. Ja, das ist hier sein Scout-Versuch. Was heißt Versuch? Irgendwie macht er das ziemlich successful. Du hast bei dir vorne die Schräge. Du bist der Buhmann. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, kurz Kybernetik und den ersten Leersacher. Nein! Nein, nicht vier, ja. Ihr kriegt mich niemals lebend! Das war Ach, nicht der hast du richtige Weg. rein, bist reingegangen, hast es da hingesetzt, hier die, Assimilatoren-Drop habe ich versucht. Ja, hat aber nicht ganz funktioniert. Ja, Mein Leben für Ajur. So, ich bin wieder da. Kurzer Call. Was? Was ist los? What's down? Hab ich was verpasst? Ah, fuck. Ich habe definitiv verpasst, ein paar Dings zu setzen.
Pylon. Ja, hier, Fuck Logic. Da lang, dann da, bisschen Sicht. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, komm, Pylon wird fertig. Ein Moment. Genügend Energie. So, wieder da. Zusätzliche Pylonen bauen. Meine Güte, immer dieses Hin und Her. Bin weg, bin da, bin weg. Ja, ich bin hier gerade total am Pylonen vergessen. Irgendwie ralle ich das noch nicht so ganz, wie viel ich da brauche. Also ich weiß es schon, bla bla, aber es will nicht in meinen Kopf rein. Ja. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Rush. Lukas? Lukas? Forschung abgeschlossen. Lukas scheint sich gemutet zu haben. Wir wissen aber nicht wieso. Wahrscheinlich wegen mir. Würde ich mich auch muten. Insta. Hier erstmal versammeln, bevor das hier noch schief läuft. Oh, Warp Impaling sehe ich hier. Oh, da ist nächste. Und rein in die Eco. Und nicht rein in die Eco. Nicht genügend Energie. Und gut, Lukas, auch für dich. Oh, Prisma. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Das ist natürlich wahr. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Circle des Zwielichts. Ich weiß wirklich nicht, was mit Lukas gerade los ist. Verbündeten wird belagert. Ich hoffe, da ist alles okay. Weil ohne wird es gerade ein bisschen ganz schön ein bisschen kritisch werden. Ah, ich bringe ihn mal. Ja, sehr richtige Entscheidung. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Basis wird angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. Was? Ich verstehe gerade gar nichts. Ich habe keine Communication mit Dings, mit Lukas. Ich verstehe nicht, was die Gegner ausfiel. Ja. Alter. Aber es sind doch. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich bin hier in den Schatten. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Was geht denn hier ab? Nicht genügend Energie. Upgrade durchgeführt. Alter Schwede. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Was auch immer da mit Lukas los ist. Wollen wir noch ein paar Runden GG schreiben? Das tut mir gerade leid, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Eurer Verbündeten wird belagert.
Ja, Lukas hat das Spiel verlassen, dann machen wir das mal auch. Ja, an dieser Stelle muss ich das Let's Play leider abbrechen. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Spiel gerade los war. Ich hoffe, wir kriegen das zunächst mal behoben. Euch auf jeden Fall nochmal viel Spaß. Warte, jetzt gucke ich mir aber gerade nochmal die beiden an. Das möchte ich, dass ihr das auch seht. 6390 Punkte, Level 90. Ja, hier. Das spricht doch bitte für sich. Das spricht doch für sich. Und er hier? Es ist genau das Gleiche. Warum werde ich mit solchen in ein Team gesetzt? Als Gegner. Naja, egal. Ich möchte dazu nochmal als Vergleich ansetzen, ne? Egal. Haut rein, Leute. Ciao.